Dann begrüße ich Sie und euch zur Pressekonferenz mit Xavi Alonso und Christian Streich. Glückwunsch an unsere Gäste. Und der Gästetrainer hat auch das erste Wort. Xavi, Ihr Kommentar zum Spiel, bitte. Ja, Top-Sieg für uns hier zu gewinnen ist nicht einfach. Freiburg zu Hause sind sehr stark. Auch in den letzten Momenten, letzte Minute nach dem zweiten Tor, alle konnte passieren, aber glaube ich, dass wir hatten eine seriös gute Leistung. Und ja, das ist sehr, sehr wichtig für uns, in unserer Form zu bleiben, zu weitergehen. Jetzt haben wir ein bisschen Pause, aber heute bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden. Dankeschön. Gratulation an Leverkusen. Erste Minute 1-0, dann 2-1. Gegen Leverkusen solche Tore zu kriegen, ist natürlich tödlich. Und dann, wir haben alles getan. Und dann muss ich leider heute auch mal sagen, wenn eine Mannschaft wie Leverkusen hier spielt, braucht sie nicht in der zweiten Halbzeit alle 50-50 Entscheidungen für sich. Das geht nicht. Alle Kleinigkeiten wurde gegen uns pfiffen. 50-50 bedeutet einmal so, einmal so. Das geht nicht. Und das kannst du nicht verkraften für eine Mannschaft wie wir. Das war nicht gerecht, das war nicht okay. Und das ärgert mich sehr. Leverkusen hat eine überragende Mannschaft, einen überragenden Kader. Sie brauchen das nicht. Und das habe ich dem Schiedsrichter gesagt und das sage ich auch hier. Das ist nicht okay. Ansonsten war ich zufrieden. Schade, dass man nicht geschafft habe, unentschieden zu spielen, aber 3 Tore ist dann 1 zu viel. Danke. Dann darf ich um Handzeichen bitten, wenn es Fragen gibt. Und ich frage nochmal nach. Dann starten wir bei unseren Gästen. Hello, can I ask in Spanish for Xavi? Felicidades, Xavi, por el triunfo. Hoy se ha podido ver un Leverkusen dominador, pero hemos visto que nunca se te caen los anillos a la hora de modificar el esquema si hace falta, si las necesidades del equipo son esas. Me gustaría saber con qué tipo de entrenador, de los grandes entrenadores que has tenido, te identificas más. Gracias. Bueno, es una pregunta un poco después del partido, pero bueno, con todos he aprendido mucho e intento adaptarme a los jugadores que tengo, intento sacar lo mejor de ellos y esta temporada está siendo muy, muy intensa con muchos retos por delante y el de hoy ha sido muy, muy importante. La victoria aquí nos da una muy buena posición para afrontar el mes de abril y veremos hasta dónde podemos llegar. Ein Übersetzer haben wir leider nur in der Euroleague. Oder wollen Sie kurz übersetzen? Ganz kurz. Kurze Übersetzung auch? Ja. Auf Englisch oder Deutsch? Auf Deutsch, bitte. Auf Deutsch. Ah, es war eine für die Einfluss von die Trainer, ich hatte, wie ich spiele, was ist meine Idee wie Coach jetzt und was ist unsere Art und Weise. Und das war das Wichtigste. Dankeschön. Ja, gerne. Simon Birkobein für die Bild. Ja, schönen guten Tag, Herr Streich. Sie haben ja angekündigt, jetzt morgen oder übermorgen werden Sie Ihre Entscheidung verkünden, wie es mit Ihnen weitergeht in nächster Saison. Wann wird die Mannschaft davon erfahren und können Sie vielleicht einmal schildern, unter welchen Gesichtspunkten, also auf was Sie Wert gelegt haben in Ihrer Entscheidungsfindung und ob Sie immer noch die volle Energie für diesen kräftezehrenden Job verspüren? All das kriege ich Sie morgen mitgeteilt. Dann Carsten Schröter-Lorenz für den Kicker. Herr Streich, der Chico Höfler hat in der Mixzone gesagt, die einfachen oder die Gegentore, solche Gegentore killen uns, weil wir eigentlich ein gutes Spiel gemacht haben. Was ist aus Ihrer Sicht bei den Gegentreffern falsch gelaufen? Weil es gab auch gute Spiele, 1-0 gegen West Ham hier zu Hause, ohne Gegentreffer. Aber über die ganzen vergangenen Wochen gesehen, waren Gegentore eigentlich das Hauptthema, was mehr Punkte oder mehr Erfolg verhindert hat. Ja, einfache Gegentore in West Ham, das nimmt dir das Selbstvertrauen. Das erste Tor lassen wir Paqueta beim Eckball einfach weglaufen. Er kann den Ball über die Linie schieben. Zweite Tor, langer Abschlag. Bowen, 2 gegen 1 von uns.
Und das sehen ja die Gegner auch. Das nimmt er Selbstvertrauen. Und die Gegner sehen, dass wir da zu viele Fehler machen. Natürlich haben wir nichts zu tun mit West Ham auf Strecke oder Leverkusen oder Bayern. Das sind ja völlig andere. Die leben ja in einer völlig anderen Welt mit ihrer Qualität. Trotzdem kriegen wir im Moment zu viele Gegentore, wo wir einfach nicht gut verteidigen. Heute wieder das Zweite, auch das Erste ist zu einfach. Natürlich kann es sein, Wirtz zieht auf und geht auf den linken Fuß, das weiß ich. Das ist natürlich ein Spieler, der drei Mann ausspielt und schießt den Ball ins Tor, schon wie im Hinspiel. Das hat auch nichts mit Taktik zu tun, das ist einfach eine brutale Qualität, individuell. Aber trotzdem ist es zu einfach. Das dritte Tor, das ist schwer, weil der Ball kommt genau auf den Punkt und ist schick. Dann geht er zwei Pfosten, dann geht er halt rein. Aber da haben wir jetzt gerade Probleme und deshalb sollst du gegen Leverkusen drei Tore schießen. Fast hätten wir es geschafft, aber es ist zu viel. Zwei ist eigentlich gut. Im Hinspiel hätte es gereicht für einen Punkt. Aber drei und fünf jetzt war zu viel und ein bisschen deprimierend dann natürlich auch für uns. Aber geht weiter. Dann ganz herzlichen Dank und wir wünschen unseren Gästen eine gute Heimreise. Danke. Tschüss. Alles gut.